Okay, machen wir mal weiter mit Digimon Cyber Sloth. Ich bin's echt gewohnt bei so vielen Spielen. Oh Mann, kann ich hier nicht lang gehen? Die Kamera drehen zu können. Ja, zumindest kann man wegzoomen und wieder ranzoomen. Wir können aber nicht nach links gehen. Das finde ich ziemlich schade. Ich meine, unsichtbare Wände, die kann man hier in dem digitalen Raum eigentlich noch am ehesten verstehen, aber es ist trotzdem ein klein wenig blöd. Es ist ja nicht möglich, weiterzugehen. Nur die beweisen können es. Ah, die ihre Stärke und ihren Stolz als Hacker unter Beweis stellen können, denen wird es möglich sein, den Pfad zu öffnen. Ja, genau. Ich glaube, es ging ja hier erstmal wieder zurück. Für die nächste Sequenz. Wo sind die zwei nur hingegangen? Vielleicht dahin, wo diese Hacker sein könnten? Was? Wie soll man denn immer nur Fragezeichen und Ausrufezeichen vertonen? Aber schnell. Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es doch versprochen. Es wird in diesem Spiel nochmal irgendwo ein Digimon geben. Es kann sprechen. Ah, es ist so. Was? Wie adorable? Ja. Okay. Ich kann sprechen. Oh, du bist so niedlich, weil du sprechen kannst. Ne, ich glaube, sie meint es eigentlich anders, aber es kommt etwas komisch. Das kommt auch komisch. Mein Name ist Nokia. Wie sind eure Namen? Ich heiße Ar... Nee, mein Name ist Agumon. Und ich bin Gabumon. Agumon, Gabumon. Hehe. Ja, was für komische Namen. Nokia, ehrlich gesagt. Sie sind gar nicht komisch. Du bist ja dann derjenige mit dem komischen Namen. Ja, Agumon, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ihr, eher nicht. Nein, mein Name ist nicht komisch. Okay, also kurz und knapp hier geht es gerade in diesem Dialog um komische Namen. Okay. Naja, natürlich, als ob sie sprachlos gemacht hätte wegen ihrem guten Aussehen. Ich kann etwas riechen. Etwas Vertrautes. Wer sich jetzt an Digimon Adventure zurückerinnert, in der Folge, bevor sie gegen Metal Citramon kämpfen, verschlingt Agumon in seinem Heißhunger einen großen Fisch. Wie soll ich jetzt die Verbindung herstellen? Naja, gut, es ist schon ein Klischee, aber. Ach, okay, wenn ich sage Frauen und Fisch, dann wisst ihr schon, was gemeint ist. Und wenn Agumon sagt, dass er irgendetwas riecht, dann wisst ihr auch, was gemeint ist. Und wer es nicht weiß, der findet es irgendwann schon raus. Oder auch nicht. Mal gucken. Das war ein bisschen zu viel interpretiert, glaube ich, gerade. Naja, okay, also Agumon hat vor langer, langer Zeit mal einen großen Fisch gegessen. Das hat überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun, denn dieses Agumon ist bestimmt nicht Taichis Agumon. Puh, okay, ich glaube, das ist gerettet, so einigermaßen. Ja, der Geruch ist vertraut. Okay, wie du meinst. Was? Ach, komm schon. Das ist irgendwie so, embarrassing, irgendwie so peinlich? Peinlich. Es ist wirklich ein bisschen peinlich. Oh, sorry. Ah ja. Ich glaube, meine natürlichen alluierenden Pheromone, okay, funktionieren heute mit ihrer vollen Kraft. Ich wollte doch nicht so argumentieren, aber das macht es noch viel deutlicher.
Naja, gut. Aha. Siehst du, du bist merkwürdig. Ja, okay, ist jetzt vielleicht ungünstig, ich höre es gerade nicht. Stimmt ja, es gibt ja Sprachausgabe, zumindest meistens hier im Spiel, das bedeutet zumindest auch japanische Sprachausgabe, sie sprechen ihre vollkommenen, ihre ganzen Sätze hier, das bedeutet aber auch leider, dass ich über diese Sätze eben die ganze Zeit drüber gequatscht habe. Ich hoffe, das funktioniert schon. Ich meine, naja, wer häufig Anime-Serien guckt, der kann auch gleichzeitig deutsche Untertitel oder englische Untertitel lesen. Und trotzdem nicht ganz genau verstehen, was sie auf Japanisch sagen. Also von daher, das wird schon funktionieren, denke ich. Das war eine Fernbedienung. Nichts weiter. Okay, oh, Sommi, wo zur Hölle bist du geblieben? Yikes, sehr mal erschlagen. Schon wieder eine komische, merkwürdige Person, so unheimliche Person. Ah, ich bin es leid, die ganze Zeit herumgehetzt zu werden. Schnell, lauf weg! Hey, beruhigt euch, das ist nur ein Freund von mir. Zu spät. Und da. Bis jetzt sind in diesem Spiel immer nur Digimon vor uns abgehauen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Und immer wenn Nokia in der Nähe war. Naja, egal. Oh, Chucks. Oh, verdammt. Sagen wir es mal einfach so. Sie sind weg. Was waren bloß diese süßen, kleinen Dingsies? Die Critters. Diese kleinen Gnome. Nee, Gnome bestimmt nicht. Aber, naja. Was? Kreaturen, Critters sind ach, okay, vielleicht von Creatures oder sowas. Kann das sein? Ja. Okay, Critters, okay, ja. Aber wie auch immer, was ist denn das, was da mit dir, bei dir läuft? Oh mein Gott, das ist ein überdimensional großes Teriamon, das ist größer als mein Kopf. Das ist ein Digimon? Dann sind diese kleinen süßen, das waren auch Digimon? Ich glaube, das ist der einzige Mensch auf Erden, der nicht weiß, was ein Agumon ist. Naja, okay. Aber diese Digimon und dieses eine hier, sie sehen nicht aus wie irgendwelche schlechten, irgendwelche bösen Programme. Digimon, okay, solche süßen kleinen Kreaturen wie diese um einen rum zu haben, ist doch eigentlich ganz okay, oder? Vielleicht, ja, ist dieses, wird dieses Digimon-Capture-Ding am Ende gar nicht so schlecht sein. Ja, aber erst meckern. Was? Es gab auch diese gefährlichen wilden Digimon? Aha. Was immer es auch war, hört sich super duper. Ich wusste nicht, dass es das Wort super duper auch in Englisch gibt. Okay. Super duper unheimlich an. Okay, damit werde ich sie aufziehen. Da ist auch hier irgendwo in der Gegend, oder? Ich werde mit dir gehen. Lass uns ihn as soon as possible finden. So schnell wie möglich. Wer auch immer sich jetzt noch heutzutage fragt, was ASAP heißt. Ja, as soon as possible. Das ist irgendwie so eine Sprache, die kenne ich eher so aus MMOs, beziehungsweise eher so aus den letzten Jahren. Aber dieses Spiel ist wirklich auf der Höhe der Zeit, was die Sprache angeht. Von daher hat es das schon aufgesogen, wie wir es auch noch an vielen anderen Stellen bemerken werden. Wenn wir keine Ahnung haben, was das überhaupt für komische englische Worte oder Formulierungen sind. Das ist irgendwie die ganz normale Jugendsprache. Man fühlt sich schon irgendwie so alt, wenn man da drüber spricht. Ah, Digimon-Scanner. Die Daten von Digimon-Begegnungen in Kämpfen werden automatisch gescannt und gespeichert. Gut, das wissen wir schon. Digimon mit 15%, ja, mit 100%, schön wär's, oder höher von der Scanrate her, können materialisiert werden im Digilab, aber erst später und zu Verbündeten gemacht werden. Aber erstmal müssen wir sie leider auslöschen.
Das wurde irgendwie so richtig erst in Digimon Themas thematisiert, dass es eigentlich ganz normal ist, dass Digimon sich komplett gegenseitig auslöschen, um die Daten zu absorbieren. So viel anders ist das hier jetzt auch nicht. Denn, naja, wir vernichten hier effektiv süße kleine Kormon-Leben. Nur um sie irgendwann, um ein Digimon irgendwann herstellen zu können, das wir wahrscheinlich nach ein paar Runden wieder austauschen. Mal gucken. Vielleicht haben wir auch irgendwann unser Lieblingsteam. Aha. Alle Arten von Digimon, Luchien, kriechen in diesem Dungeon rum. Oder sie schleichen. Lurk. Ja, schleichen in diesen Dungeons rum. Ah, okay. Wenn man einen Digimon trifft, während man sich bewegt, natürlich trifft man es nur, wenn man sich bewegt, das ist ganz typisch, wird es... Was? Außer es bewegt sich zu einem, aber alle Digimon-Kämpfe hier sind rein. Eigentlich gibt es das nicht, dass es sich, bis jetzt jedenfalls nicht, dass sich ein Digimon zu einem bewegt, aber es gibt einige, die kann man auf der Karte sehen und dann wird der Kampf natürlich auch getriggert, initiiert, wenn man das Digimon berührt, aber dann muss man schon selbst drauf zugehen. Also so faul ist das Spiel schon. Also sei sicher, versichere dich, dass du darauf aufpasst, dass die Gesundheit deiner Party-Digimon okay ist. Gut, darauf passen wir auf, aber so schnell geht die Gesundheit bestimmt auch nicht runter. War hier nicht noch jemand oder die eine Truhe, glaube ich. Man lernt mit der Zeit dann die Gebiete abzusuchen, das etwas genauer. Denn es könnte ja sein, dass irgendwo im letzten Ecke was versteckt ist. Und ja, gut, wir können natürlich mit was anderem als normalen Attacken angreifen, aber das wäre ja fast irgendwie langweilig. Okay, gut, hier um es mal zu zeigen, wir können teilen oder auch mit Teria Tornado angreifen. Und im Moment ist es noch nicht so wichtig, da die feindlichen Digimon auf dem Level weder einen Typus haben, noch einem bestimmten Element zugeordnet sind. Später müssen wir aber wirklich höllisch darauf achten. Das wird aber nochmal zu gegebener Zeit in einem Tutorial erwähnt, von dem uns auch sehr viele Texte um die Ohren fliegen werden. Aber das dann ein nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.